Mikrofon wieder her. Hi Fans und damit willkommen zurück zu einer entspannten Aufnahme Dungeons 2 hier an diesem herrlichen Samstag, ja, Nachmittag, Schrägstrich, Frühabend. Ist mal wieder eine Woche rumgegangen, aufgenommen habe ich nicht wirklich viel, jetzt ist wieder Wochenende. Jetzt können wir uns wieder ein bisschen mehr so konzentrieren so. Bin ein bisschen, meine Stimme ist ein bisschen komisch irgendwie. Weiß nicht, gestern irgendwie ein bisschen verkühlt, keine Ahnung. Seitdem kratzt es ein bisschen beim Sprechen, aber egal, das soll uns nicht davon abhalten. So, ich muss gerade noch wieder mein Setup umbauen. Ich muss jetzt wieder in die Richtung gucken. So, Maus noch nachziehen, passt so ungefähr. Wir machen weiter. Es war geschafft. Ja, genau. Aber die Kampagne hatten wir ja soweit durch. Und wir starten jetzt mit A Game of Winter, also quasi dieser DLC, bei dem jetzt Bartha Snow unser böser Jünger wird, oder wie man da genau sagen soll. Nach der vollständigen Zerstörung von Königs Schlund sammelten sich die letzten Truppen der Allianz an der Mauer im Norden des Landes. Gerade als Bartha Snow dort das Kommando über die Nordwache übernommen hatte, traf die feurige Priesterin Melisandre ein. Eine gefährliche Mission stand dem jungen Barthas bevor. Eine, die sein Leben für immer verändern sollte. Okay. Habe ich jetzt nicht mehr ganz so im Kopf. Also ich weiß, dass der Barthas, oder dass wir den Barthas irgendwie zu auf unsere Seite rüberziehen noch, aber bin mir jetzt nicht genau sicher wie. Also ich glaube, er wird vom Bösen wieder als Untoter wiedererweckt und dient dann bei uns als Special-Kreatur, keine Ahnung. Wir werden es rausfinden, wir gehen die Reise nochmal nach, da sind auch nochmal so 7-8 Missionen. Oh. Es war einmal ein Königreich voller Blumen und Regenbögen, das vom Bösen überrannt worden war. Kratos und der Rest seiner lächerlichen Truppe waren dem abscheulichen Bösen zum Opfer gefallen und die kümmerlichen Reste der Allianz flohen panisch vor Horde und Dämonen. Die Hauptstadt Königs Schlund war gefallen und taugte bestenfalls noch als Abort für die Unholde des Bösen. Doch eine Heldin trat aus dem Chaos hervor, um sich mutig dem Bösen entgegenzustellen. Melisandre, die rote Priesterin, die ihre pyromanischen Vorlieben zum Wohl der letzten Gutmenschen einsetzte. Die verbliebenen Streiter der Allianz sammelten sich unter ihrem Banner, denn die Nacht war zwar dunkel und voller Schrecken, aber nichts, was ein schönes Feuerchen nicht vertreiben konnte. Dieser letzte Rest an Gutmenschen fand Zuflucht im Norden, hinter den Pestlanden, an der Mauer aus Eis, die seit Äonen die wilden und schneebedeckten Länder von denen der Allianz trennte. Hier standen die Truppen der Nordwache, eine verschworene Bruderschaft, die über den Norden wachte und sich, um der Langeweile zu entgehen, gegenseitig mit merkwürdigen Regeln piesackte, wie etwa einem zölibatären Lebensstil. Aber so eine Tasse, weißt du. Diese Geschichte handelt vom Anführer der Nordwache, einem noch jungen Helden namens Barthas. Barthas Snow. Was kommt mein Bild weg? Barthas hatte erst kürzlich seinen Bruder verloren und war an dessen Stelle Captain der Nordwache geworden. Nun zog er aus, um einen verschwundenen Spätrupp aufzuspüren, jenseits der Mauer im Norden. Was dort auf ihn wartete, das erzählt diese Geschichte. Und Pinguine, die Schneemänner bauen. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, ich meine es noch im Kopf zu haben, dass wir jetzt die Untoten als spielbare Fraktion kriegen. Weil wir hatten ja Horde mit den Orks, die Dämonen mit ihren Succubus und Grubenlords. Und jetzt kriegen wir die Untoten mit Zombies und Vampiren, meine ich, sind dabei. Mal schauen, was noch.
Ist Ihnen nicht kalt, Lady Melisandre? Nein. Der Feuergott wärmt mich von innen. Bist du Jungfrau, Barthas? Nein, Milady. Ich bin Schütze. Im November geboren. Oh Mann. Du weißt noch weniger als dein Bruder, Barthas Snow. Ich weiß, dass wir diese Mauer verstärken sollten, bevor der Winter kommt. Da hast du einmal in deinem Leben recht, Junge. Der Winter kommt. So viel ist sicher. Der Winter kommt? Der Winter kommt? Haben diese beiden Witzwolde sich hier mal umgesehen? Hier liegt überall Schnee. Und das, solange irgendjemand hier denken kann. Wie viel Winter soll denn noch kommen? Oh ja, Entschuldigung. Wir wollten ja hier wieder so eine Geschichte erzählen. Barthas Snow und die feurige Priesterin Melisandre hatten die kümmerlichen Reste der Allianztruppen im Norden des Reiches an der Mauer zusammengebracht. Doch auch hier drohte Gefahr. Denn wie jeder hier zu berichten wusste, würde der Winter kommen. Wenn wir den Winter auch nur irgendwie überstehen wollen, brauchen wir mehr Gold, um Vorräte zu kaufen. Führe deine Männer in den Norden zur alten Goldmine und nimm diese ein. Und wenn du schon so weit in den Norden gehst, versuch auch deinen Onkel Banjo zu finden. Der ist schon viel zu lange unterwegs. Jawohl, Milady. Pflichtbewusst stiefelte Barthas Snow gen Norden. Noch wusste er nichts von den Schrecken, die ihn dort erwarten sollten. Oh, muss ich denn jetzt sogar? Barthas Snow erreichte ein schweres Tor in der ewigen Mauer aus Eis. Dahinter erstreckte sich der wilde Norden. Was würde er wohl dort finden? Ich könnte es euch ja sagen, aber dann müsste ich euch töten. Öffnet das Tor, Männer! Also die schweren Schrittes stapfte der Anführer der Nordwache hinein in ein Meer aus Schnee und Eis. Ja, danke. Ich will jetzt gerade sagen, also die Größenproportion zwischen den beiden Figuren haut nicht ganz hin, gell? Also ich meine, dieser... ist das eine Zwergenwache? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die geht immer gerade bis zur Hüfte. Mauer. Ha! Damit kann ich mühelos meine Männer hinauf befördern und dort Wache halten lassen. Ich steige da aber nicht ein. Das Ding wird nur von ein paar Kaugummis zusammengehalten. Okay, muss ich jetzt dahin? Aber hier geht's anscheinend nicht weiter. Die verbrennen hier ihre Leichen. Brennt! Brennt für den Feuergott, auf dass er mich, ich meine uns alle, segnet. Der verfluchte Wald. Bald müssen wir hier wieder Kahlschlag machen. Die Nordwache sorgt dafür, dass der Wald nie näher als eine halbe Meile an die Mauer heranwächst. Ansonsten hat man immer so hässliche grüne Stellen am Mauerwerk. Oh, und Feinde könnten sich dann im Schutz des Waldes anschleichen. Man hat so hässliche grüne Stellen im Mauerwerk, ja. Blutspuren. Vielleicht ist Onkel Banjo verletzt? Barthas Snow erreichte die Stelle, an der sein Onkel Banjo zuletzt vermutet wurde. Statt warmer Willkommensgrüße erwartete ihn aber nur eisige Stille. Wer auch immer hier gelagert hatte, war nun tot. Irgendetwas hatte die Körper grausam zugerichtet und an den Überresten machten sich jetzt die Wölfe zu schaffen. Barthas ließ seine Wut an den unschuldigen Tieren aus, wie jeder gute, nach Erfahrungspunkten geifernde Held es tun würde. Die letzten Wölfe segneten das Zeitliche. Barthas schickte einen Raben los zum Quartier der Nordwache. Bald schon würde Verstärkung eintreffen und hier ein neues Lager errichten. Barthas aber wollte die Hoffnung nicht aufgeben und suchte weiter nach seinem Onkel Banjo. Okay, da ist jetzt noch ein Buch, Rüstung plus 4. Etwas ungewohnt für euch, aber ihr spielt kurzfristig Barthas, den Anführer der Nordwache. Barthas besitzt zwei besondere Fähigkeiten: mit Schildschlag, mit dem Gegner kurzzeitig Betäubung und Schwertfucht und mehrere Schläge auf. Okay. Ich wollte jetzt gerade sagen, der ging ein bisschen arg schnell down und hier ist nochmal ein Buch mit Rüstung plus 4. Aber ich habe momentan, glaube ich, nur. Momentan, glaube ich, auch nur ihn auswählen. Und er ging, also er hat seine HP arg schnell verloren, alleinig nur gegen 4 Wölfe. Wieder Blut. Ich sollte dieser Blutspur folgen.
Schauen wir mal, was noch kommt. Bartas und seine Männer erreichten die Goldmine. Der Legende nach war hier mal ein Holländer verschütt gegangen. Aber Bartas glaubte nicht daran. Schließlich gab es in dieser Welt überhaupt keine Holländer. Dafür aber Orks und dergleichen, die die Goldmine besetzt hielten. Er schickte sich an, diese Finsterlinge zu vertreiben. Hier ist irgendwie, ich kann die aber nicht anwählen, gell, also. Da hieß ich krieg Verstärkung, aber. Ich kann die zwar alle Dinge, aber ich kann die nicht bewegen, Zwergenkrieger. Okay, gucken wir mal, wie wir uns gegen die Goblins schlagen. Okay. Ich glaube, das geht schon mal nicht gut aus. Schwer angeschlagen taumelte Bartas und stürzte sterbend zu Boden. Mit letzter Kraft stammelte er noch: Für die Wache! Dann schlossen sich seine Augen für immer. Seine Mission war gescheitert. Reingelegt! Natürlich stirbt er nicht so einfach. Das ist doch noch die erste Mission, da gebe ich dir eine zweite Chance. Aber vermassel es nicht, in Ordnung? Eine dritte Chance wird es nicht geben. Und ein drittes Rettungspaket für die Griechen wird es auch nicht geben. Mine war glücklich von der Horde befreit. Nun würde die Nordwache die nötigen Einnahmen einstreichen, um sich genug Vorräte für den Winter zu kaufen. Nördlich der Goldmine jedoch zog sich auf einmal der verfluchte Wald zurück und gab einen Weg frei. Welche Hexerei war denn hier am Werk? Bartas! Bartas! Der wieder. Such nach mir! Hinter den Bäumen, im Norden, finde deine Bestimmung. Der schon wieder? Wo kommt dieser Hexer immer her? Vom Mond. Und natürlich folgte Bartas seiner verlockenden Stimme. Typisch. Noch mehr Blut. Wo diese Spur wohl hinführt? Diese Blutspur nimmt kein Ende. Wie viel Blut kann ein einziger Mensch überhaupt verlieren? Bartas erreichte einen großen Platz, umstürmt von faustgroßen Schneeflocken. Plötzlich stürmten die Dire Straits auf ihn zu und spielten einlullende Rockmusik. Ach nein, Moment, hier steht Dire Wolves, also Schattenwölfe. Oh, das dürfte ja noch unerfreulicher werden. Bartas ist tot? Schon wieder? Oh mein Gott, du spielst ja so beschissen, dass bei mir die Tapeten von den Wänden runterkommen. Du hast Glück. Für Bartas gibt es noch ein Ticket nach Tahiti. Und das ist schließlich ein magischer Ort. Aber nochmal, sollte das nicht passieren. Okay. Oh Mann. Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass ich... Diese Direwolves hatte sich Bartas ordentlich vorgeknopflert. Ich meine, vorgeknöpft. Seinen Onkel und dessen Benjo hatte er aber noch immer nicht gefunden. Hm? Oh, das gibt doch alles gar keinen Sinn. Ne? Oh, hoffentlich hört das keiner. Das gibt doch alles gar keinen Sinn. Folge dem Pfad. Also es ist geskriptet wahrscheinlich, dass der so wenig Lebenspunkte hat und dass du mit dem nicht durch die Kämpfe so durchkommst. Ich hab's mir genau im Kopf, aber es muss irgendwie so sein. Und wo er schon noch gesagt hat, wenn ich mich zurückerinnere an diese... Komm in den Norden! Ich bin schon aus dem Weg.
Diese Griechenland-Krise, dass es kein drittes Rettungspaket für Griechenland gibt. Das war damals, wo das Spiel noch rauskam, wahrscheinlich gerade noch aktuell. Ich habe nämlich ganz im Kopf, wann das mal war. Aber schon lustig. Dass sie hier sowas einbauen. Als Bartas die eisige Anhöhe erklommen hatte, erhoben sich auf einmal Untote aus dem gefrorenen Boden. Damit hattet ihr nicht gerechnet, was? Doch, eigentlich schon. Na gut, wenn ihr so gut vorbereitet seid, dann tötet jetzt diese Untoten. Die sind nämlich schon tot. Null kleine Mädchen oder was ist da rausgekommen? Hammer. Den anderen. Warum liegt jetzt da eine tote Stadtwache mit drin? Oder so ein toter Wächter zwischen den Untoten? Okay. Also ich muss gar nicht so viel quatschen jetzt hier am Anfang in der Mission, weil der Erzähler viel das übernimmt. Das Ende von Bartas Reise in den eisigen Norden war gekommen. Vor ihm türmten sich nur noch gefrorene Berge und Hügel auf. Würde er je sein Banjo wiederfinden? Moment. Worum ging's denn hier nochmal? Weil der Erzähler weiß, worum es geht. Hier bist du nun endlich, Auserwählter. Tritt ein und erblicke dein Schicksal. Nachdem unser Freund mit dem zerlumpten Kleidungsstil diese bedeutungsschwangeren Worte gesprochen hatte, tat sich der Boden auf und gab den Weg frei in einen uralten Dungeon, von dem Bartas magisch angezogen wurde. Okay, dann gehen wir halt mal hin. Ich rede das Grab, das ist kein Dungeon, das ist nur ein Grab. Wahrscheinlich jetzt meines. Bartas betrat eine uralte, unheimliche Höhle. Was würde sich hier verbergen? Die Stimme war drängend und wollte, dass er weiterging. Na, dann schauen wir mal. Das sieht ja jetzt wieder vertraut aus. Folge mir! Da muss ich jetzt mit denen wieder kämpfen. Hier erst noch bei unserem Dungeon bauen. Komm zu mir. Als Bartas den Kristall berührte, durchfuhr ihn reine Energie und eine uralte Macht erwachte. Aus dem Anführer der Nordwache aber entwich jegliches Leben. Geil, ich habe noch nicht mal 20 Minuten Aufnahmezeit für die erste Ding. Aber hey, was soll's, das war die erste Mission. Ich mache hier einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Mission.